Was? Du schickst sie einfach weg? Wir brauchen sie, um das Flugfeld zu sichern. Die Brüder dürfen auf keinen Fall entkommen und ich glaube, dass wir alleine besser an sie rankommen. Wir sollen die Hacienda stürmen, nur wir? Und ein paar Männer. Das ist Selbstmord. Kein Frontalangriff. Wir lenken sie ab und schleichen uns rein. Lenken sie ab? Nenn es, wie du willst. Also wo ist das Arschloch hin? Der kommt wieder. Bist du dir sicher? Er ist jetzt seit 15 Minuten weg. Da ist sie. Komm mir mit dem Ding nicht zu nah. Solange sie nicht erschüttert wird, ist alles okay. Wir bringen sie am Haupttor an und zünden sie einfach per Fernbedienung. Und dann? Dann schleichen wir uns über die Anhöhe von hinten an. Ist das so schwer zu verstehen? Komm mir bloß nicht so, Carlos. Dieser Pfad führt zum Haupttor. Das ist der sicherste Weg. Gut. Lynch, wir geben dir Deckung. Du salzt dich ab und bringst die Bombe am Tor an. Was? Vergiss es. Mach du's. Mann, Lynch, ich bin ein besserer Schütze als du. Du machst es entweder selbst oder ich knall dich ab. Ganz ruhig, Junge. Carlos, wir geben Deckung. Okay, ich mach's. Warum haben wir den mitgenommen? Beweg einfach deinen Hintern, Carlos. Lynch, ich schicke Carlos, weil ich weiß, dass du's vermasselst. Okay. Von hier aus, solange ich nicht mit dieser Mine rumlaufen muss... Gib mir Deckung! Komm hier rüber! Hier rüber! Mir nach. Ich komme. Wir müssen uns bewegen. Hier rüber. Komm hier rüber. Los geht's! Los! Beeilung! Bleib bei mir. Da drüben! Bewegung! Da drüben. Bewegung. Da drüben.
Bewegung! Da drüben! Bewegung! Da drüben! Bin da. Ich brauch nur eine Minute. Okay, gut. Soyo. Carlos. Carlos, hörst du? Fuck, ich hab's dir gesagt, oder? Carlos, was ist los? Scheiß Verräter. Wir müssen uns beeilen. Du Idiot, du schnallst das einfach nicht. Du hättest ihm nicht trauen dürfen. Ich sagte, Beeilung! Die warten doch schon auf uns. Das ist Carlos. Wie ist der bloß aus Havanna rausgekommen? Das war reines Glück. Warte, warte, was sagen Sie? Hab ich's nicht gesagt. Vermutlich ist Kane auch hier. Wann hörst du endlich auf mich, verdammt nochmal? Trae a Jenny aquí arriba, ahora! Warte, warte. Hat er gerade Jenny gesagt? Asegúrate que la chica esté arreglada. Queremos que Kane la reconozca si nos ataca. Scheiße. Die haben sie. Ich reiß ihnen die Köpfe ab. Ich hab dir gesagt, es ist nicht gut, sie einfach wegzuschicken. Lynch, halt deine Scheißklappe. Mehr Munition. Ich habe genug Munition, falls du was brauchst. Ich habe keine Munition mehr. Soll ich dir was abgeben? Bewegung! Bin unterwegs! Wenn es sein muss!
Da drüben, Bewegung. Sorg dafür, dass ich nicht erschossen werde. Da drüben, Bewegung. Alles klar. Los geht's. Alles klar. Machen wir sie fertig. Leute, ich versuch's ja. Hier rüber. Alles klar. Da drüben, Bewegung! Sorg dafür, dass ich nicht erschossen werde! Das Arschloch wüsste, wozu ich fähig bin. Wir müssen uns bewegen! Ich bin unterwegs! Alles klar. Mir nach. Okay, okay. Bruno, no! Ich bedauere nur, dass ich nie kennengelernt habe. Das ist alles, was zu tun ist. Wir sind fertig. Alles klar. Lasst mich einfach los. Alles ich klar. Ich bin unterwegs. Beschäftige sie. Helft mir, verdammt nochmal. In Deckung. Komm hier rüber. Scheiße, ich habe erwischt. Mann an Bord. Oh, das ist gut. Get off!
Torschutz! Ich versuch's. Ich komme. Los, alles klar. Heilung! Munition für mich. Du kannst was von mir haben. Jederzeit, Kane. Da drüben, Bewegung! Sorg dafür, dass ich nicht erkomme! Feuerschutz! Alles klar! Machen wir sie fertig! Sofort! Na los! Ich habe keine Munition. Besorg dir deine eigene! Hast du das gesehen? Da drüben, Bewegung! Feuerschutz! Ja, ja, ja! Ich werde dich vermissen. Aber du hättest nicht auf Kane hören sollen. Fuck! Was war das? Carlos. Sie haben Carlos erwischt. Jenny, bist du okay? Kane, bleib zurück! Sonst blase ich Ihnen das Hirn weg. Lasst sie doch laufen. Kane, was ist los mit dir? Sieh nur, was die Kleine wegen dir durchmacht. Und dein alter Freund Carlos. Lasst sie in Ruhe. Lasst sie in Ruhe. Hast du gehört?
Das ist der Kane, wie wir ihn kennen. Einfach abhauen. Wie wär's, wenn wir uns stattdessen um sie kümmern, du Verräter? Fass sie an und du bist tot. Glaube ich nicht. Du bist alt und langsam. Du bringst höchstens sie um. So wie ihren Bruder und ihre Mutter. Ich hab sie nicht getötet. Ach, wirklich? Weißt du, Jenny hier hasst dich für das, was du getan hast. Sie weiß, dass du schuldig bist. Jenny, hör nicht auf die. Ich liebe dich. Sie sagt sogar, dass sie deinen Tod will. Leb wohl, Kane. So enden alle Verräter früher oder später. Nein, nicht vor ihren Augen! Kane, du verdammter Verräter! Damit wirst du nicht durchkommen! Ich bin kein Verräter! Ich hab nichts gestohlen! Jenny, bist du okay? Kane, bleib zurück! Sonst blase ich dir das Hirn weg! Lasst sie doch laufen. Kane, was ist los mit dir? Sieh nur, was die Kleine wegen dir durchmacht. Und dein alter Freund Carlos. Lasst sie in Ruhe. Lasst sie in Ruhe. Hast du gehört? Das ist der Kane, wie wir ihn kennen. Einfach abhauen. Wie wär's, wenn wir uns stattdessen um sie kümmern, du Verräter? Fass sie an und du bist tot. Glaube ich nicht. Du bist alt und langsam. Du bringst höchstens sie um, so wie ihren Bruder und ihre Mutter. Ich hab sie nicht getötet! Weißt du, Jenny, hast du Jenny! Sie weiß, dass du schuldig bist. Na, Scheißkerl hat sie! In Deckung, wir holen sie uns zurück! Er entkommt! Kane, er kommt nicht weit! Charlie und Riddick sind am Flugfeld! Sie wollen zum Flugfeld! Steigt ein! Wo zum Teufel kommst du denn her?